Handy, Kaffeemaschine, Computer, Licht, also ohne Strom, es funktioniert wirklich fast gar nichts mehr. Und was man mit dem Strom von der Salzburger AG sonst außer den üblichen Dingen noch alles machen kann, das schauen wir uns jetzt an. Ein mit Motor ausgestattetes Enduro-Bike am Mario, man sieht das nicht alle Tage. Was ist denn das Besondere dran? Ja, das ist ein Enduro-Bike mit 17 cm Federweg, hat einen Ego-Motor verbaut mit Ego-Batterie, alles am Rahmen demontierbar, das heißt, die kann normal tretend fahren oder auch den Motor als universellen Kit auf jedes Radl montieren. Mhm, das heißt, ich bin damit wie schnell unterwegs? Ja, man kann bis zu 70 km/h erreichen. 70 km/h, die du uns jetzt sagst, wie das geht. Sehr gern, let's go. Electric Muscles hier. Jenny, du bist vom Team Alpenhaus. Es geht darum, wer ganz fest strampeln kann. Was ist die Idee? Was steckt dahinter? Also die Idee ist, beim Fahrradfahren mit Muskelkraft Strom zu produzieren. Und mit diesem Strom laden wir den Akku vom Kart auf. Und dann geht es darum, welcher Fahrer dann mit dem Kart letztendlich die meisten Runden schafft. Mhm. Wie viele Runden habt ihr geschafft? Seid ihr im Finale? Ja, also unser Team vom Alpenhaus Cup Run hat 36 Runden geschafft. Das war mega. Aber die anderen waren letztendlich noch besser und so haben wir es nicht geschafft ins Finale, leider. Aber trotzdem, tolle Leistung. Dankeschön. Das Akkuboot Race 2018 bei der Ionika in Zell am See. Unser Siegerteam, unser Sieger vom Team Tegetorf René. Wie cool ist das bitte? Super cool. Also wir freuen uns alle mächtig, sind stolz aufs Boot und auch stolz, dass wir unseren Professor da das Ganze da so nachgebracht haben jetzt. Ja. Was war das Schwierigste im ganzen Rennen? Das Schwierigste war, die Kraft vom Akkuschrauber wirklich ins Wasser zu bringen. Und wir haben da Probleme gehabt im Finale auch dann und mit der Abschaltung und haben das aber gemeistert als Team. Und darauf sind wir sehr stolz und freuen uns jetzt über den Sieg und die Preise und möchten uns da auch beim Veranstalter sehr bedanken. Und ihr freut euch auch aufs Feiern? Natürlich, ja. Viel Spaß. Was auf der Ionika 2018 ziemlich cool ist, das sind die sogenannten Jetboards. Und genau so eins, das haben wir hier bei dir stehen, Romina. Was ist denn das genau? Ein Jetboard ist eigentlich ein elektrisch betriebenes Surfboard. Wenn du das erste Mal draufstehst, als du das erste Mal drauf gestanden bist, wie war es denn? War wirklich richtig cool, hat viel Spaß gemacht, ist noch gar nicht so lange her und war wirklich toll. Wie viel Speed bringst du da mit deinem Wasser zusammen? Mit dem Modell bis zu 50 km/h. Hui, also ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt in Action an.